Hallo und willkommen auf Mana Flask. Heute möchten wir euch die kommenden Dungeons Zul'Gurub und Zul'Aman zeigen, welche mit 4.1 hinzugefügt werden. Mit mir sind heute Greatshock, Arion, Felindia und Dr. No und wir werden euch etwas durch diese neuen Dungeons führen und wir gucken uns die natürlich erstmal selbst an, denn wir waren noch nicht drin. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und hoffen, dass wir nicht zu oft wipen. Wir sind heute das erste Mal hier drin. Wir wissen selbst noch nicht so ganz, was uns erwartet. Deswegen haben wir uns am Eingang hier positioniert. Neben uns gibt es Quests, die werden wir auch gleich noch annehmen. Und werden euch dann Boss für Boss zeigen, werden unsere Meinungen mit euch teilen. Und ja, wir schauen uns mal den Dungeon an. Mal schauen, was hier so passiert. Ja, mein Questzug ist erstmal voll. Sehr gut. Übervoll. So, ich hab alle. Von mir aus können wir loslegen. Ja dann. Das war doch der Spinnenboss, oder? Mauri. Keine Ahnung, wie hieß denn der alte Giftblitz. Spinnenboss? Giftblitz. Malik? Ich schraub den einfach mal. Wenn der Hotkey gehen würde. Hab ich getan. Was macht denn hier der Cauldron? Hab noch Cooldown beim Rod? Okay, vom ersten Boss muss ich nochmal ganz kurz was am Interface einstellen, sonst läuft das nicht so gut. Waffen da klicken. Mauris Tod entfernt die Schutzvorrichtung von einem nahegelegenen Kessel. Kann man jetzt benutzen. Ich auch. Oh cool. Wir haben eine 90% Nature Resi Shield Wall. Ich finde, einer sollte den Waffen nicht holen. Damage. Ob man da durchkommt. Laufen wir einfach mal durch. Ich hab den nicht geholt. Das ist schlecht. Das macht doch schon... Bisschen Schaden macht's doch schon. Wir haben noch 15 Sekunden. Das war, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, da... Wir müssen uns etwas beeilen. Ein paar Mobs vorher zu holen. Lass mal ein bisschen schneller machen. Auf der Brücke hört's schon auf. Das ist nur ein sehr kurzer Weg. Das ist alles so bunt. Das ist sehr bunt, ja. Sehr viele Effekte. Wie sieht alles normal aus? Riesige Hydra im Wasser. Die Maske. Das brauchen wir für eine Quest später. Und hier ist noch einer. Ziggy. Das wird ja, ich... Rauslauf mit dem Ding. Oh, kann man nicht... Kann man nicht rauslaufen? Gib mich zurück. Achso, ich kann rauslaufen, naja. Und... Oh, ist aber viel Damage. Etwas. Ich mach gerade den berühmten PTR-Lag. Irgendwie ist der Weg hier gepflastert mit so Minibossen. Der alte Weg zum Oh. Da unten gibt's Krokodile. Oh ja, Krokodile. Macht ihr Krokodile? Smasher macht eh nur gerade. Sind die Quests jetzt nur irgendwelche Bosse töten oder noch was anderes? Ich kann mal drüber gucken. Ich glaube, ein so ein Gefäß muss man anklicken. Diese Vase da. Wo? Ich weiß es nicht. Leider laggt wieder alles. Mit dem Standard-UI sehe ich leider nicht warum. Ich sehe nur irgendwelche Blutungs-Debuffs. Steht doch nichts genaues, nur alle ja, Sekunden schauen. Deswegen ist die Quest mit dieser Artefakt nicht geholt, einer. Man kann die auch nicht scheren. Es gibt vier oder fünf Quests. PTR-Lag. Leider. Schock immer bitte ein bisschen Wasser. Wir müssen eine töten, ne? Na klar. Als Rankas verlorener Nachwuchs. Es
getötet. Einer. Deswegen war ich unten wie ein Krokodil. Dann wollte ich. Ja, früher hat man die am Wasser gemacht, weil sie so hochgekickt hat. Mal gucken, was passiert. Die ganzen sind Fische. Ich hab die noch nie gemacht. Das war dieser Wasserbusch, der ja links gedroppt ist. Das Schildkröte, den kenn ich schon. Genau, die Schildkröte ist doch da damals gedroppt, wo jeder Mädchen wollte. Da wurde bei uns dann immer als letztes gemacht und dann auf einmal mussten alle weg. Man kann den Breath von der Rub. Das ist bestimmt nicht intended, oder? Ja. Vielleicht ist es so ein Weltauslösen. Der weltzerstörender Breath, man muss ihn rappen. So, jetzt ist mal weit. Da. Oh, es gibt noch keine Map hier, leider. Destroy of World. Jetzt ist doch noch ist ganz schön heftig, oder? Ja. Ich hab gar keine Probleme. Also, ich hab überhaupt keinen Lag. Hier ist wieder so ein Pot. Aber den kann man eh noch nicht anklicken, also. Muss man wohl immer die Giftmischer töten. Oh, ja. Auseinander, schnell. Hier, guck mal, ihr müsst damit auseinander, glaube ich. Achso. Den kann man bei nicht anklicken. Bei den ganzen Blink-Blinks sieht man das sehr schlecht irgendwie. Was habt ihr jetzt für Grafikeinstellungen gemacht, dass das bei euch so Blink-Blink macht? Also bei mir sieht alles aus wie auf dem Live. Lauf mal weg, Redshock. Okay, das bricht. Das ist bestimmt lustig mit 5 Minis. Also 4 Minis und eine halbe. Ja, bestimmt voll lustig. Nicht. Richtig. Oh, jetzt geht's, der Kessel. Das sind zwei Böse. Da unten ist eine kleine Schildkröte. Buff von Neusigi. Ohne fette Schildkröte, stimmt. Eine kleine ist gut, ja. Lass mal die Schildkröte. Oh, jetzt sehe ich sie auch. Ich dachte, das ist so ein Felsen. Die laufen oder jetzt guckt Neusigi voll an. Die sieht echt gut aus. Ist spät. Okay, passt. Hast du welchen? Oh, da kann man Space. Das ist meine Instanz. Das bringt mir leider nichts. Kann das jemand purgen? Mhm. Du kannst den Shield Roll buffen. Ist doch voll toll. Ah, schade, dass man sie nicht schieben kann. Ich muss mal probieren. Die konnte genauso viel wie dieser Hydra. Aber ich möchte diese ekligen Grafikeffekte auf jeden Fall wieder weg haben. Das ist total hässlich so. Lass mal den Cauldron nehmen da, bevor wir weiterpullen. Das muss wohl irgendeinen Sinn haben. Hm. Kannst du den rauspullen? Falls du irgendwas Fieses machst. Sie haben einen Breath, welcher nicht unterbrochen werden kann. Und mein Buff läuft gleich aus. Komm mal raus. Muss mir einen neuen holen. Das haben die gecastet. Neutralisierung irgendwas. Sigi? Ja, ich lauf grad raus. Dann zieh die zweimal bitte raus. Macht man die wohl draußen. Oder man schiebt eine. Wir haben es halt nicht probiert. Nee, das geht nicht. Die kommt jetzt. Mit dem Cauldron auf jeden Fall einfach. Ohne könnte es eklig werden. So, also hier werden wir vom ersten Boss. Wir kennen ihn alle nicht und ja, wir pullen einfach mal und gucken, was der so kann. Im Vergleich zu früher. Auf geht's. Er macht lustige grüne so grüner Schleim. Boden. Das kann man schon raften. Das ist diese Verbindung vorhin. Was denn auf der Pforte? Sind das mit Maxwell? Die Linien ziehen immer mehr mit irgendwie so Form. Rupten? Es geht jetzt in die Mitte aufpassen.
hat sich verwandelt, Vorsicht. Er macht jetzt 100% mehr physischen Schaden. Ich bin ja nur am Laufen, hier ist ja wie im Labyrinth. Du musst ihn etwas ziehen, hier ist eine riesige Giftwolke auf dem Boden. Ja. Und es macht Damage, du darfst nicht drüber springen. Hast du Dress? Man darf wohl nicht drüber springen, ja. Oder so. Alter Schwede, der. Okay, was ist jetzt los? Ich kann jetzt Battle Wrestle, ne? Kannst du? Ja. Machst du das eine Leiste? Klar hab ich das. Was passiert? Tod. Ich glaube, normal. Wie schön ist das? Man wird verfolgt. Das war ultra lang. Unser Tank stirbt auch sofort, Vorsicht. Das macht richtig Schaden. Ich glaube, jetzt kann man mal draufkloppen, oder? Kannst du einen Trank ziehen, Sigi? Ja. Er ist wohl gerade gestunt. Haben wir dann noch einen Battle Rats? Stun, Rupton. Oh ja, das hat mir wirklich Rupton. Das ist nämlich fies. Die grüne Suppe kommt wieder. Die Strahlen laufen irgendwie jedes Mal gleich, oder? Kommt mir zumindest so vor. Ja, sie bilden immer noch den Stand im Rest, so schlau wie ich war. Wir brauchen mehr Battle Rats! Oh. Alles klar. Gibt's ja auch so eine Limitierung wie im Raid? Einer wir schnell um. Im Zehner? Hauen wir ihn um. Also. Nicht schön, aber tot. Okay, was haben wir gelernt? Nicht über grüne Suppen springen? Achievement. Das finde ich gut, dass es die Einzelne kommt. Wir haben auch gelernt, dass er ziemlich viel Schaden macht. Also, wir sind in vollem HC-Gear hier. Und... Oh, Epic Loot. Oh mein Gott, Loot. Auch beim ersten schon. Ja, wir sind hier im vollem HC-Gear und die Instanz ist eigentlich designed für welches Item-Level? 300... Ach, wir haben keinen Rätsel. 50? Ja, man kann aber auch 46. Ausweichen. 346. 346, interessant. Dann ist er wirklich knüppelhart mit dem Gear. Denn wir haben massiven Gear-Vorsprung. Zumindest droppen hier Epics. Aber er hat halt fast gar nichts mehr von seinem alten Boss. Er verwandelt sich in eine Schlange. Ja, das Einzige, was war es auch schon. Von damals auch noch war, da gab es auch irgendwie eine Art Parasit oder sowas. Wenn ich mich nicht irre. Ja, die muss man töten. Und dann gab es so ein Holy Fire, was man rupten musste. Oder was Holy Nova? Ja, Holy Nova hat er gemacht und Holy Fire musste man rupten oder so. Ja, nun ist es wirklich nur noch ein purer Giftboss. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Boss. Bild ich mir das eigentlich ein oder hat Invincible keinen Schwanz mehr? Fehlt irgendwas. Wenn du fliegst. Der hängt etwas runter. Oh, da müssten wir jetzt zum Spinnenboss kommen, oder? Lass mal rechts schauen, was da ist. Der hat ein Ausrufezeichen. Was? Hier stehen überall Friendly. Oh. Ist das unser Questmob? Nee. Nee, aber der hat auch ein Ausrufezeichen. Ja. Ich glaube, vielleicht kriegen wir eine Follow vielleicht. Lass mal den Troll erstmal unten machen. Na dann zurück. Das Ausrufezeichen sieht man immer mit Standard-UI, oder wo seht ihr das? Für Pitbull. An seinem Kopf, nicht? Also. Was also. Oh nice, da kommt wieder ein feindlich. Der Große mag mich. Kann jemand anrufen? Nee, geht nicht. Das sind Friends. Außer, dass seine Freunde um ihn herum böse werden, kann der sonst aber auch gar nichts. Hat das bekommen? Ja. Nein. Okay, dann lass uns einfach hochgehen. Und den da rechts stoppen.
rutschen. Kann man da nicht durch? Hier rollen Steine. Oh mein Gott. Lass mal Markus vorreiten. Indiana Jones, was ist denn hier los? Das ist wie so ein Arcade-Game von früher. Hoffe ich, gibt's auch ein Achievement, wenn ich getroffen. Gefällt mir. Das haben wir alle schon versaut. Markus? Oh mein Gott. Also ich nicht. Oder einer echt hart war, wenn ich in die Ecke sehen kann. Wetten, der Fiat. Ich bin schon im 4. Ach, wirklich. Zum Glück sind die Trash-Mobs hier teilweise friendly. Der Trash früher war hier so nervig, das ging gar nicht. Ich weiß ja, dass man irgendwie ganz links in der Wand immer entlang ist. Du meinst 100 Meter Kicks? Ich meine, da hinten steht schon Manduk hier. Da hinten in diesem Ring oder was das ist. Versuch das mal hier zu schieben da. Vorsicht, die Putt kommt. Da macht irgendwas im Kessel. Ja. Geht nicht. Zumindest den vorderen. Wieder ein Sternfokus. Da fokussen. Der geht schon. Gerupted. Markiere den Stern. Ach, steht da ein Merzcrack drin. Jetzt habe ich einen Hammerleck. Was macht er denn? Ruhm der Zandalari. Oh, Level up. Ja, das kommt fest. Level up, cool. Hab ich auch schon Earthquake gemacht? Ah, dann muss ich mir die Hits machen. Komm schon, Brock. Das ist mein Erdbeben, das macht 20k. Das ist ja nein. Ja, also steht on hit. Trinken. Interessant. Ist wieder so ein Kessel. Du musst trinken, Arion. Ja, es tut mir leid, ist nicht mehr hier. The next ability will freeze the target. Okay, dann werfe ich doch mal dem Totenkopf meine Axt ins Gesicht und töte ihn fast, WTF. Nochmal. Nochmal. Das geht nicht. Okay, mal, das geht ja ab. Okay, ich möchte aber ja, jetzt das immer die prozentabhängig, also beim zweiten Mal bringt es nicht mehr so viel. Stern, hast du gesagt, da konntest du schieben, ne? Ja. Mal schauen, ob es auch auf Intercept geht. Ich mach mal Intercept auf den Kesselmischer da. Warum? Es funktioniert. Ah, die sind ja eher eingefroren. Ob das vielleicht für das Ganze darum einiges ist? Das kann irgendwie nicht so gedacht sein, das ist irgendwie total komisch. Müssen wir die Äußerung jetzt machen? Denke nicht. Denke auch nicht. Aber lasst mal diesen Buff da weg, oder, beim Boss? Vielleicht funktioniert's ja. Lass mal probieren.